Hi, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem heutigen Video. Je nachdem, wo du das siehst, entweder auf YouTube oder auf meiner Webseite, begrüße ich dich natürlich auch auf meiner Webseite. Du hast auf das Video geklickt, weil du dich über kalorienreiche Lebensmittel erkundigen möchtest. Kalorienreiche Lebensmittel können uns das Leben natürlich erleichtern. Wir als Personen, die Probleme haben beim Zunehmen, brauchen solche Lebensmittel. Und ich habe dir 10 auf meiner Webseite bereitgestellt. 10 Lebensmittel, die mir auch dabei geholfen haben, im letzten Monat 4,3 Kilo zuzunehmen. Und ja, ich werde dir jetzt ganz einfach mal 5 davon vorstellen. Wenn du die anderen 5 auch noch sehen möchtest, werde ich dir auf YouTube und in der Infobox natürlich den Link zu dieser Seite verlinken und noch einen weiteren Link, aber dazu kommen wir später. Und dann kommen wir ganz einfach mal schon zum ersten Lebensmittel und das sind Nüsse und Samen. Und da habe ich zum Beispiel die Pekannüsse für dich rausgesucht. Pekannüsse haben knapp 750 Kilokalorien auf 100 Gramm Lebensmittel. Und das ist tatsächlich eine riesengroße Zahl. Natürlich kannst du keine 100 Gramm davon auf einmal essen. Wobei, wenn du es wolltest, könntest du es schon. Aber ich glaube, das schmeckt nach einer Zeit nicht mehr. Trotzdem kannst du diese Nüsse oder auch andere Nüsse natürlich super in dein Müsli mit ein implementieren, in irgendein Snack, in Müsli-Riegel. Natürlich in Müsli-Riegeln sind auch viele Nüsse drin und natürlich auch viele Samen. Du kannst natürlich Nussbrot kaufen und so kannst du auf natürliche Weise den Kaloriengehalt dieser Lebensmittel hochfahren und ja, dein Zunehmen beschleunigen. Auf dem zweiten Platz ist Obst und Gemüse und jetzt wirst du dich fragen, hä, nimmt man Obst und Gemüse nicht zum Abnehmen und hat Obst und Gemüse nicht viel zu viel Wasser und viel zu wenig Kalorien und so weiter? Ja, das hast du schon ganz richtig verstanden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, hast du schon mal was von Trockenfrüchten gehört? Trockenfrüchte haben ja quasi kein Wasser mehr oder die Feuchtigkeit und die Flüssigkeit ist zum großen Teil entzogen. Und somit haben wir auf 100 Gramm erstaunlich viele Nährstoffe, viele Mikronährstoffe in Obst und Gemüse, aber auch einen Haufen an Kalorien. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, an Trockenobst ranzukommen, egal in welcher Form, ist das immer eine gute Sache. Du kannst es natürlich auch wieder, wie eben schon gesagt, ins Müsli reintun. Du kannst damit, du kannst es als Snack zwischendurch einfach mal essen, statt irgendwie ungesunden Chips. Und natürlich kannst du damit super backen und sowas. Ja, den dritten Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, sind Backwaren. Und bei Backwaren natürlich insbesondere sowas wie Blätterteig-Backwaren, also Croissants und ähnlich. Wahrscheinlich weißt du es selber, wenn du deine Hand hattest, hast du so leicht, ja, leicht ölige, fettige Finger. Das kommt dadurch, dass wir natürlich in diesen Lebensmitteln viel Fett haben. Fett, wie du vielleicht weißt, hat 9 Kilokalorien auf 100 Gramm oder ich glaube 9,1 oder 9,3, also knapp 9 Kilokalorien auf 100 Gramm und ist somit der energiedichteste Makronährstoff. Und natürlich kommen wir da auch wieder auf den ersten Punkt zurück, auf Nüsse und Samen. Und oft können wir ja Backwaren mit Nüssen, aber auch Samen vereinen und diese Konstellation macht natürlich einen riesen Vorsprung aus im Vergleich zu Weizenbroten oder zu Weißbroten. Natürlich haben Weißbrote durch den Zucker auch einen relativ hohen Kaloriengehalt, aber ja, so Blätterteig-Croissants oder Körnerbrötchen haben immer noch mehr Energiegehalt. Den vierten Punkt, den ich dir jetzt vorstellen möchte, sind die Milchprodukte. Milchprodukte, damit meine ich keinen Magerquark. Natürlich ist das Magerquark weit verbreitet, aber vielleicht solltest du die Magerstufe weglassen und normalen Quark kaufen, denn dann haben wir in Milchprodukten genügend Fett und genügend Fett hast du eben schon gelernt. 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien. Wenn wir somit ungefähr 20 Gramm Fett auf 100 Gramm in so einem Magerquark finden, haben wir natürlich schon eine große Menge an Kalorien zusammen. Auch Milchprodukte wie Käse und so weiter können dir natürlich dabei helfen, schneller zuzunehmen und du bist natürlich immer noch gesünder unterwegs, als dir irgendwelche Shakes zu trinken oder irgendwelche Medikamente zu nehmen. Ja, den fünften Punkt, den ich dir jetzt vorstellen möchte, ist das Fleisch und damit meine ich jetzt nicht das trockene Hühnchenfleisch, sondern ganz normales, zum Beispiel ganz normales Schweinefleisch mit ein bisschen Fett dran, ein Kotelett oder ja ähnliches, was gerne gegessen wird, Frühstücksspeck und so weiter. Natürlich, wie eben schon gesagt, ist wieder viel Fett dran und viel Fett hilft uns natürlich dabei zuzunehmen. Jetzt zum Schluss möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass die Liste noch weitergeht. Ich habe 10 Lebensmittel aufgeschrieben, die dir alle dabei helfen können. Und wenn du dieses Video jetzt auf YouTube siehst, findest du unterhalb des Videos einen Link, da kannst du draufklicken, kommst dann sofort auf meine Webseite weiter und kannst dir die anderen auch noch ansehen.
Und wenn du dir das Video jetzt auf meiner Webseite anguckst, findest du jetzt unterhalb des Videos direkt einen Button, da kannst du draufklicken und da kannst du dir meine besten Zunehmtipps kostenlos runterladen. Wie du vielleicht weißt, habe ich im letzten Monat 4,3 Kilogramm zugenommen, ja, in einem Monat. Und ich habe jeden Tag einen Tipp aufgeschrieben, einen Tipp, der mir dabei geholfen hat zuzunehmen und der auch dir dabei helfen wird zuzunehmen. Solltest du also jetzt auf meiner Webseite schon dieses Video gucken, kannst du unterhalb des Videos draufklicken, kannst das Ganze einfach kostenlos runterladen. Wenn du auf YouTube guckst, findest du natürlich unterhalb des Videos als ersten Link den Link zu meiner Webseite und kannst es dir genauso kostenlos